Hallo, ich bin Master Jam. Ich habe jetzt meine eigenen T-Shirts. Links zum Shop steht unten in der Videobeschreibung. Hallo, ich bin Vegas. Ich bin heute sein Gast. Intro! Der erste Weltrekord, den wir heute für euch haben, wurde von Muhammad Kaimanovic aufgestellt. Sein Spitzname ist Hammerhand. Und ich sage euch jetzt mal warum. Er hält den Weltrekord, die meisten Kokosnusspaare zu zerschlagen. Nämlich insgesamt 16 Stück mit seiner Hand. Machen wir gleich weiter mit den Gewalten der Natur. Zwischen 800 und 1500 Menschen starben bei dem Eisenbahnunglück der Queen of the Sea. Dieser entgleiste im Dezember 2004 durch einen Tsunami. Wir machen weiter mit den Wundern der Natur. Das hier ist Millie. Sie ist der kleinste Hund der Welt. Diese Chihuahua-Hündin ist gerade mal 9,65 cm hoch, also ungefähr so groß wie ein iPhone. Der kleinste Hund aller Zeiten war übrigens ein Zwerg-Yorkshire Terrier. Der verstarb 1945 und war nur 7,5 cm hoch. Ja, wie kann man das nächste bezeichnen? Ich würde jetzt auch mal eher sagen, Gewalten der Natur. Francesco Domingo kann seinen Mund insgesamt 17 cm dehnen. Da passt eine komplette verkackte Cola-Dose rein. Alter, eine komplette verkackte Cola-Dose. Oder zwei Zwerg-Yorkshire Terrier. Das ist gar nicht gestellt, ne? Ein Rekord, auf den man wirklich stolz sein kann, wenn man sich den zu Hause in den Schrank stellt. Auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt zu Hause bräuchte. Madeline Albrecht hält den Rekord für die meisten geschnupperten Füße und Achseln. Sie testete 15 Jahre lang Produkte für Fußpflege. In der Zeit roch sie an 5600 Füßen. Ein Speedrun-Weltrekord, nämlich zu Super Mario N64. Und das ist einer der krassesten Speedruns, die ich je gesehen habe. Ein Gamer schaffte es tatsächlich, dieses Spiel in 5 Minuten und 47 Sekunden durchzuspielen. Und das ohne einen einzigen Stern zu sammeln. Dafür benutzte er allerdings Spielefehler, um sich durch Türen und Wände zu warpen. Der Speedrun-Weltrekord für alle Sterne liegt bei 1 Stunde und 20 Minuten. Das bedeutet so ungefähr 1 Stern pro Minute. Die größte Whiskyflasche der Welt wurde 2012 ausgezeichnet. Sie ist 1,7 Meter groß und fast 228 Liter. Sicherlich, das haue ich mir doch bei den Frühstücks-Horflakes weg. Der Weltrekord-Rekordhalter ist Rita Furman mal wieder. Und zwar hält er den Rekord, einen Hula-Hoop-Reifen mit einem Durchmesser von 5,04 Metern kreisen zu lassen. Und nochmal was von den Monstern auf Schlock. Sweet Pepper Klopek hat innerhalb von einer Minute 47 Morsefallen mit der Zunge ausgelöst. Ah. 6, 7. Ich finde das übrigens lustig, als ich nach Bilder und Videomaterial von diesem Rekord gesucht habe, ist als allererstes in Google dieses Bild hier aufgetaucht. Whatever. Daumen hoch, T-Shirts im Shop, hier das letzte Video, hier zum Kanal von Vegas und hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.